Jo, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Leute. Ich habe so viele neue Abonnenten dazu gewonnen. Danke, Leute. Vielen Dank für jeden Einzelnen, für jedes Kommentar. Ich versuche ja wirklich immer zu liken und zu kommentieren. Vielen, vielen Dank, Leute. Bevor das Video losgeht, wollte ich mich bedanken bei euch in Form eines kleinen Gewinnspiels, um euch was zurückzugeben, Leute. Ich werde das in nächster Zeit öfter machen. Und zwar diesen Nintendo 2 DS mit New Super Mario Bros. 2 im Bundle. Ihr müsst nur Abonnent sein und kommentieren und ich werde innerhalb von 4 Wochen den Gewinner per Privatnachricht bei YouTube anschreiben. Wenn dieser nicht antwortet, werde ich den nächsten anschreiben und so weiter und so fort. Wirklich, Leute, vielen, vielen, vielen Dank. Und heute habe ich meine Top 5 Mario-Glitches aus allen Mario-Spielen, meine Lieblings-Glitches, euch mitgebracht. Und bevor ich noch länger laber, würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten. Viel Spaß, liebe Leute. Ja, der erste Glitch ist aus Mario 64 ein Kultspiel, was unter den Anweisungen von Shigeru Miyamoto entwickelt wurde. Und es gibt unzählige Glitches, aber einer, der ziemlich leicht ist. Natürlich, wir alle kennen den Glitch mit der unendlichen Treppe, dass man seinen Speed sozusagen aufbaut an einer Treppe oder sonst wo mit einem Longjump so zurück. Und ihr kennt das alle, Leute. Aber es gibt noch einen viel leichteren Glitch, und zwar mit dem One-Up-Pilz, den man kriegen kann in Mario 64. Und zwar verfolgt er einen jemanden, was haben wir verfolgt einen, bis er einen letztendlich hat und dann hat man das One-Up eingesammelt. Aber Leute, wenn man sich duckt, wie hier im Falle, dann fliegt der Pilz einfach über einen weg. Ich weiß nicht, ob man das richtig als Glitch betiteln kann. Ich denke schon, irgendwie ist es ein Glitch, weil der Pilz sollte trotzdem in der Lage sein, runterzugehen und in Mario zu reinzugehen. Aber er kann es sozusagen nicht, wenn Mario sich duckt und so rumkriegt. Es ist ziemlich lustig, jeder kann ihn sofort ausführen. Der Glitch allerdings wurde im Nintendo DS Remake gefixt. Der zweite Glitch ist aus einem meiner Lieblings-Mario-Teilen, und zwar Mario Sunshine. Und es ist auch in der Hub-World im Delfino Plaza. Wir kennen es alle, wir lieben es alle. Die Musik, der Soundtrack ist einfach legendär. Und ich frage mich wirklich manchmal, warum es so viele Leute gibt, die Mario Sunshine nicht richtig mögen. Weil es hat einfach ein geiles Feeling. Natürlich, das Setting ist immer Strand, Sommer, Sonne, Meer, Feeling. Aber das ist doch gar nicht schlimm, Leute. Nintendo wollte halt mal was ausprobieren. Genau wie die ganzen Spieler, die unendlich viele Glitches ausprobiert haben in Mario Sunshine. Und genauso ist dieser Glitch hier. Und zwar kann man dort in der Hubworld Delfino Plaza die ganzen Texturen der Gebäude und der Straßen unsichtbar machen. Ja, Leute, wie macht man das? Man braucht dafür erstmal die Rocket Nuzzle, also diese Rakete. Und dann muss man zu diesem kleinen Shop, wo die kleinen Waschbären sind. Dort am Eingang muss man dann mit Rakete rein klippen und im richtigen Moment dann noch nach vorne springen. Wenn das alles geklappt hat, ist man hier, Leute. Ihr seht es, es ist einfach geil. Man sieht dann einfach alles, wo was ist. Wenn man diesen Glitch erstmal vollzogen hat, kann man nur noch NPCs, Früchte und Kanonen sehen. Man kann sogar wieder in die Map reingehen und man sieht trotzdem immer noch nicht die Texturen der Gebäude und der Straßen und man kann ihnen nur entkommen, indem man in ein Level geht. Der nächste Glitch ist aus Super Mario 3D World und dort kann man schon ganz am Anfang unendlich Leben kriegen. Ja, Leute, wir kennen alle diese Glitches. Das ist so ein standard uralter Trick bei Mario mit dem Koopa-Panzer, dass man dann einfach immer wieder rausspringt und den irgendwie einklemmt und dann sozusagen sich unendlich Leben mit irgendwie erschummelt, beziehungsweise erglitcht. Und das geht auch in Super Mario 3D World. Da kann man gleich in der ersten Welt, im zweiten Level, einen Koopa-Panzer nehmen und den hier einklemmen und dann kann sich Luigi in dem Falle hier einfach dort unendlich Leben mit erglitschen. Und Leute, ganz ehrlich, hört euch mal die Geräusche an. Es klingt einfach richtig phänomenal. Der nächste Glitch ist ziemlich lustig. Er ist aus Super Mario World aus dem Level Donut Plains. Man kann es schon ziemlich früh betreten. Das Level hat man wirklich gefühlt nach 20 Minuten freigespielt. Aber wie genau der Glitch funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe ihn nur damals im Internet gefunden. Ich finde es wirklich richtig lustig. Und zwar kann man da seinen Yoshi einfach sozusagen opfern mit dieser braunen Plattform. Man muss es da reinklippen, das Yoshi mehr oder weniger wegschmeißen. Und sobald man dann das andere Level betritt, beziehungsweise das nächste Level, guckt euch einfach mal an, wie lustig es aussieht. Er ist einfach, Mario reitet einfach auf so einem Footballspielerhelm. Und unten ist irgendwie so ein Hammer. Also ich weiß nicht, wie die Texturen zusammenkommen. Was genau ist das schiefgelaufen, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus und ich will ihn auf jeden Fall eines Tages nochmal selber eigenhändig hinkriegen. Der nächste Glitch ist aus dem Kultspiel Super Mario Bros. Ja, ein Kultspiel, was wirklich Legend-Status erreicht hat und es sollte eigentlich jeden ein Begriff sein. Und zwar als kleines Kind hat bestimmt jeder mal probiert, über diesen Fahnenmast zu springen, über die Flagpole einfach rüber zu springen und es gelingt einem einfach nicht, Leute. Es ist einfach unmöglich, habe ich gedacht, Leute. Bis heute, bis zu den Zeiten des Internets. Denn es gibt sogar mehrere Level, wo man das einfach machen kann. Ja, man kann einfach in der dritten Welt zum Beispiel kann man einfach rüberspringen, weil die Plattform so hoch sind. Und das ist einfach ein kleiner Spielfehler von der Map-Konstruktion. Ist einfach ein kleiner Fehler entstanden, dass man dort einfach rüberspringen kann. Aber man muss auch wirklich pixelgenau springen als Spieler. Deswegen ist es auch nicht so einfach. Anders ist es in der allerersten Welt. Ja, in Welt 1, Level 1, kann man auch schon über die Fahne springen. Beziehungsweise über den Fahnenmast. Alles, was man dafür tun muss, ist ein Glitch auszuführen, wo der Koopa unter der Map letztendlich läuft. Ihr seht es hier, er läuft Richtung Fahnenmast. Und dann letztendlich kann man, obwohl er unter der Map ist, noch auf ihm springen. Und durch ihn letztendlich über den Fahnenmast gelangen. Als Kind habe ich mich immer gedacht, okay, kann man vielleicht noch in das Schloss hinein? Ist da vielleicht noch ein Level? Nein, natürlich ist da kein Level. Da ist einfach nur unendliche Weite von nichts und man kann auch nicht zurück, man kann nichts machen, Leute. Das ist einfach ein Glitch, wo man dann das Spiel einfach resetten muss. Aber das Rätsel ist immerhin gelöst, man kann über den Fahnenmast. Das waren 5 knackige Glitches im Super Mario Universum. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wie gesagt, Leute, vielen, vielen Dank. Das Gewinnspiel läuft ab jetzt. In 4 Wochen ist es vorbei, dann müsst ihr auf jeden Fall eure Nachrichten checken bei YouTube. Falls ich keine Antwort kriege, werde ich natürlich speziell in dem Video noch den Gewinner erwähnen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.